Also der Cellas Zack hätte nicht sein müssen. Sag ich, wie es ist. Alles andere. I don't know, man. So. Ah, jetzt geht's einfach eh nur da oben weiter. Dieser Double Fighter, also da sollte ich auch nie wieder einen One verlieren. Das war damals nur, weil ich, glaube ich, nur noch zwei gehabt habe und so. Und einfach, glaube ich, gequittet worden bin und tot war. Das war ziemlich stressig. Ah, können wir dann jetzt? Danke. Ist ja mega viel Gelaber. Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe sowieso vor, rauszugehen. Weil der mich jetzt eh fake-outen wird. Ah, er fake-outet den anderen, okay. Er smockt auch den anderen. Ja, ich glaube, wir bulldozen hier einfach. Sorry, Clefairy, ist mir scheißegal. Nix gegen dich, Bro. Der ist halt eh tot. Ja, Stanky ist tot. Hey, der lebt! Ah, stimmt, da kommt ja auch noch Silcoon. Damn. Ja, ich kill das Glam ja. Der stirbt doch, oder? Boom. Ja, schon. Okay. Was macht das Silcoon jetzt? Stringshot. Okay, I see. Ja. Schon frech. Bonkers. Hat der eigentlich nur einen Mon? Nee, Piplup kommt auch noch. Okay. Oh, Alex, grüß dich. Es geht. Alter, geil. Wie läuft's? Hoffentlich besser als bei mir. Das gerade vorher war nicht schön. Hier können wir Mon fangen. Wir bekommen den E-Belt. Ja, wir bekommen den Water-Type. Und den Ground-Type. Ich meine, ich habe beides schon, aber ja, nice. Quaggy ist gut. Vor allem, wenn er Water Absorb hat, dann ist er richtig gut. Unaware ist auch gut, aber Bibberell hat er schon Unaware. Von Lupto genommen, K, ob der noch lebt. Ja, gut, aber ich meine, ich glaube, der ist ziemlich geil mit Adaptability, ne? Der kann sicher einige Sachen sweepen. Aber ich werde mal Chikorita benutzen jetzt. Wie gesagt, weil ich habe kein Grass-Type. Fire-Type habe ich actually. Und ja. Oh, ein Fairy-Mon ist ganz geil. Ich glaube, Grass-Fairy ist halt eine coole Combo. Alter, Nachthara ist so geil. Schwöre, der ist gut. Ich glaube, gegen den sollte ich ein bisschen mehr aufpassen, weil der hat ja Adaptability und kann mich ziemlich hart obszönieren. Ja, Totodile gehe ich mal raus. Ah, der Intim, true. Gegen den, ja. Ja. Ich glaube actually auch, dass Bibberell ziemlich geil wird im Laufe des Games, weil der hat 100er Attack-Stat. Alter! Amazon Support? Wieso? Was macht er jetzt wieder? Ist er wieder Assi? So, hole ich mir mal meine Starter ab. Und ich nehme Chikorita. Diesmal benutze ich die einfach auch. Wenn ich mich gleich entscheide, benutze ich das Mon wenigstens auch. Logitech Maus ist kaputt. Garantie schon seit einer Woche abgelaufen, okay. Maus vor 2 Jahren gekauft und die ist kaputt gegangen. Oh, du bekommst das Geld wieder, voll krass. Chikorita ist jetzt welches Land? Nehmen wir Belgien. Und die Maus kostet jetzt 10 Euro weniger. Ich mach sogar Plus, Alter. Ich hab Kanada schon, glaube ich.
Irgendjemand ist schon Kanada. Weiß gar nicht wer. Ah, da, der. Der ist Kanada. Encounter! Electrike bekommen wir wieder. Ja, der war letztes Mal eigentlich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Klassiker. Dann wollen wir mal. Der wird jetzt wohl drin bleiben. Electrike ist relativ gut. Ich glaube, der war letztes Mal wirklich. Der war letztes Mal, glaube ich, wirklich gut. Ich hatte den das letzte Mal in Attempt 1. Halt leider nur kurz. Aber da hat er mich relativ überzeugt. Was soll das? Alter, wieso gibt's Fangrate, Mann? Können die nicht einfach drin bleiben? Ist doch nur nervig. Magnetilo hat Kollege da bekommen. Achso, ein Kollege von dir hat's bekommen. Voll geil. Also Magnetilo ist echt geil. Chile, ist bei mir. Irgendjemand ist bei mir Chile. Ich weiß gar nicht wer. Ah, ich glaube, Printplub war. Also Pliprin war Chile und er ist tot. Unlucky! Was bekommen wir hier? Weasel, ha? Huh? Den hatte ich noch gar nicht. Bin ich gespannt, wie der so ist. Man! Ja, scheiß auf Mamfaxo Chance, Alter. Hast du schon wieder gemisst? Wie hoch ist die Chance, Mamfaxo zu bekommen? Die Chance ist viel höher, dass ich irgendeinen Scheiß kriege wie Burmi zum Beispiel. Und da gehe ich lieber für einen safen Ding, nehme hier sowas mit wie Weasel oder Pachirisu und bekomme einen halbwegs gescheiten Encounter und nicht so Rotze wie Burmi. Wobei, man muss sagen, Mamfaxo wäre natürlich so Desmon, womit man die dritte Arena schaffen kann, ne? Ich glaube, besser geht's gar nicht. Ja, okay, Headbutt hat wahrscheinlich gekillt. Muss man dazu sagen. Aber Aquajet ist echt nice. So eine Prio ist das, was oft fehlt. Wieso schickt denn der den rein? Ah, Intim, ha. Wird aber nicht helfen, der stirbt trotzdem. Safe Call. Jo. Und noch Galpin. Oh, er krittet ihn einfach weg. Alles klar. Hätte ich vorhin gebraucht, to be honest, aber egal. Du bekommst meine SpongeBob Let's Plays vorgeschlagen. Warum denn das? Du suchtest mein Content wohl einfach zu viel, ne? Ist einfach unglaublich. I like. Aber das Let's Play, ich glaube, das war eins der besten, die ich gemacht habe bisher. Da hatte ich so viel Bock, also so viel Spaß dabei. Das war schon cool. Ah, Werbung läuft wieder. Alles klar, aber Alex sieht eh alles. Das war schon cool. Ratsche, Alter. Wiederlebt. Was ist mit ihm? Ist das frech? Ja, nee, ich pack den raus. Dann kommen wir den und du killst den. Ja, du bist halt wirklich mein Sub Nummer 1, Alter. In 2 Wochen dann am 14. Oktober kommt gebt mich ein Crit? 15. Eigentlich nicht. Ich gehe jetzt zuerst mal den. Ja, okay, passt eh. Kommt der erste Fight am 14. Oktober. Wird witzig. Ich habe noch keine Ahnung, wer mein erster Gegner wird. Shell Armor ist broken, ja. Und ich habe meinen einzigen Shell Armor User vorhin komplett weggeworfen. Also nicht komplett, es war irgendwie, hat sich angefühlt, das wäre es eh egal. Und ich habe eh verloren, aber ja. Ja, Turtwig, ja. Ich habe ihn vorhin verloren. beim ersten Arena leider einfach Turtwig verlieren, Mann. Ich hätte einfach alles andere sacken sollen, aber ich wusste nicht, dass ich überhaupt noch eine Chance habe, wenn der das. Ja. Egal, Mann, egal. Egal.
So. Schauen wir mal, ob wir hier was bekommen oder nicht. Weiß gar nicht, wenn ich jetzt nach vorne hau. Ah, der Kanyon. Dann den. Gönn Honig. Gönn Mon. Shroomish wieder. Ist okay. Noch ein Grass-Type. Nehmen wir mit. Geodude Thunder Fire Punch. Auch gottlos. Ja, der ist wirklich gottlos. Aber da habe ich es nicht verloren. Ich hab's verloren, weil ich... Also, ich hatte schlussendlich dann das Problem, dass ich gegen Onix nichts mehr hatte am Schluss. Weil mich das scheiß Kranidos zweimal geflincht hat. Ich es deshalb einfach nicht tot bekommen habe. Und dann hat mich das scheiß Onix hat mein Plipprin weggekrittet. Und dann hatte ich nichts mehr. Oh. Ich soll vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen, wenn ich versuche, so Leuten auszuweichen, ne? Grimer. Ich habe noch nie gegen den gekämpft, Alter. Ich weiß ja nicht mal, was der hat. Gerade weil ich noch nie gegen ihn gekämpft habe, weiß ich es halt nicht, lol. Na gut, bisher war es ja nicht so schlimm. Und ein Koffing hat er auch noch. Ist ja gar nicht nervig. Danke. Okay. Naja, dann ist es halt so. Den anderen müssen wir aber safe nicht besiegen, das ist das Gute. So, dann einmal heilen. Gut. Und dann würde ich sagen, Mars. Let's go. So, das ist super, das One-Shot und tot. Das parken wir. Perfekt, wieder da, ja, Mann. Wunderbar. Der ist dead. Passt. Dead wie ein englischer Vater. Woo! Und es kommt Bronzor. Okay. Ja gut, da gehe ich aber eigentlich einfach gleich in Chameleon. Wobei, da könnte ein Psycho-Move kommen. Eigentlich können wir sogar für einen Turn noch drin bleiben, weil das scheißegal ist, ne? Weil ich Electroic für den Rest des Fights eigentlich eh nicht mehr brauche. Und der uns eigentlich auch nichts können sollte. Ne, Crit killt uns nicht. Und Bite, warte, macht am meisten Schaden. Na dann, beißen wir mal in die Masse. Er Confuse Rate uns. Ist okay. Das heißt, das würde er jetzt auf den Switch in Safe nicht machen. Und wir können in den hier gehen. Nur Yanma wird dann... Nee, Yanma sollte nicht so ein großes Problem werden. Extrasensory, ja. 13. Oh, warte mal. Was macht jetzt mehr Schaden? Kann sogar Dragon Rage sein. Angenommen, Biss hat was gemacht? 16. Dann wäre er auf 37 HP. Und wäre dann jetzt durch Dragon Rage tot. Deswegen drücken wir Dragon Rage. Dragon Rage ist broken. Ich schwöre, es ist so broken. Da kommt Paragly. Wird Fake-Outen wollen. Da gehen wir in Gyarados. Achso, ich kann nochmal durchstreichen, was hier so passiert ist. Zack. Ja, Fake-Out. Ja. Zack. Auch schon passiert. Gyarados plus Geodude sollten Paragly killen. Und zwar, indem ich jetzt hier einmal bounce. 13, okay. Bongers. Das macht echt viel Schaden. 52 HP haben wir. Er würde immer Fassaden wollen. Ich glaube, einen besseren Switch-In auf Geodude bekommen wir gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Frage ist, killt er uns? Wie viel hat er gemacht? 19, ne? Ne, warte mal. Wir haben jetzt 22 verloren.
Ne, 13 hat er, glaube ich, gemacht. Das war eine Low Roll. Wenn er crittet. Kann er uns nicht killen. Das heißt, wir könnten für ein bisschen extra Damage noch drin bleiben. Weil es gut sein kann, dass Geodude sonst ein Problem bekommt. Das heißt, einmal so Water Pulsen. Sollte ihn in eine Range bringen, dass Geodude ihn dann killen kann. Oder nee, eigentlich nochmal bouncen. Ja, eigentlich nochmal bouncen. Ist okay. Das ist okay, weil das bedeutet, dass er jetzt safe versaden wird. Das war auch noch gut. Dass er jetzt Geodude eben nicht hypnost. Wir können auch sogar noch einen Turn drin bleiben, weil es ja immer noch der Fall ist. Wie viel macht Flail eigentlich, wenn wir so auf dem HP-Stand sind? Noch nix. Wenn er uns crittet machen, killen wir ihn. Aber ich will jetzt nicht von dem Crit ausgehen. Wir könnten aufwachen. Okay, tun wir aber nicht. Aber ist gut, wenn wir zwei Sleep Turns schon verbraten haben. Dann kommt jetzt der. Der das eigentlich ganz gut nehmen sollte. Ja, sehr gut sogar. So, und jetzt wollen wir eigentlich bulldozen. Der Feint Attack, das ist gut für uns. Macht nur 7 Schaden. Bam. Wir machen sehr, sehr guten Damage. Und die Frage ist, kann der uns killen, wenn er uns crittet? Er ist ja auf minus 1. Hat nur 7 Schaden gemacht. Crit. Nee, Fassade-Crit juckt mich nicht. Feint Attack-Crit will ich wissen. Nein, er kann uns nicht killen. Der höchste Crit von Feint Attack macht auch nur 24. Das heißt, wir haben sogar noch ein paar Turns übrig. Was ist das denn jetzt? Switch AI oder was? Okay. Der wird Silver winden. Ich will hier nicht so viel Damage kassieren. Deswegen einfach Golbat und Getcher. Ja, ja, eh Silverwind. Das macht gar nichts. Macht wahrscheinlich 2 Schaden oder so. 3. Nee, Speedboost. Ich dachte, er hat seine Stats erhöht, Alter. Sonic Boom sollte nicht viel machen. Wenn das sein bester Move ist, den er hat, dann ist er jetzt tot. Er ist nicht tot. Was ist mit ihm? Ich muss kurz die Tür zumachen. So. Soll der immer noch kein Problem sein und wir können einfach Wing attacken. Das bringt immer noch nichts für ihn. Dass der hier geswitcht ist. Okay. Ja, die Switch AI ist schon ziemlich komisch. Warte, was will er eigentlich? Nicer Play, Bro. Haben wir nicht Inner Focus? Doch, das heißt eigentlich, dass wir nicht geflincht werden können und wir sollten den doch einfach killen, oder? Also, Feint Attack habe ich immer noch auf Crit stellen und da immer noch auf 0. Ja, aber Fake Out sollte mich nicht killen. Fake Out killt mich niemals, nicht mal ein Crit. Und er geht, glaube ich, hier schon für Fake Out laut AI. Ja, ich kann aber nicht flinchen. Deswegen greife ich an und kill ihn mit einem Crit. Der hat nicht gemattert, glaube ich. Wir hätten ihn so oder so killen sollen. Und damit war's das. Und Commander Mars wurde outplayed von Inner Focus. Krass.